Hallo zusammen! Heute beschäftigen wir uns mit der Symmetrieachse. Was ist eine Symmetrieachse? Eine Symmetrieachse ist so etwas Ähnliches wie eine Spiegellinie. Dies bedeutet, dass wenn ich hier, wo mein Stift nun ist, einen Spiegel anlegen würde, mit Blickrichtung hier rüber, würde genau das Gleiche, was ich hier habe, auf der anderen Seite drüben sein. Das nennt man eine Symmetrieachse. Diese Symmetrieachse wird eingezeichnet als Strichpunktlinie. Ihr könnt es hier schön sehen. Immer abwechselnd ein Strich und ein Punkt. Dies bedeutet, dass links und rechts dieser Linie immer genau dasselbe sein muss. Als Beispiel jetzt hier. Ich habe auf der linken Seite 3,5 cm, also 35 mm. Das kann ich hier schon mal einzeichnen. Hier oben habe ich 20 mm für die erste Linie. Ich habe hier 45 Grad und 2 cm. So, nun Achtung, ich spiegel es. Das heißt, ich habe hier genau das Gegenstück. Das heißt, ich muss auf die andere Seite nach oben fahren. Und diese Linie ist noch verbunden. So, wenn ich mir das nun anschaue, habe ich auf dieser Seite und dieser Seite genau dasselbe. Wir sind spiegelparallel. Das heißt, wir haben hier die Symmetrieachse oder Spiegelachse. Sehr bekannt, wo sowas immer vorkommt, ist bei einer Bohrung oder einem Kreis. Mein Kreis kann ich sowohl in der Mitte spiegeln. Das heißt einmal so, ich habe hier einen Halbkreis und hier. Und natürlich auch so spiegeln. Hiermit weiß ich, dass es nun eine perfekte runde Bohrung sein muss. Wichtig! Die Punkte in der Mitte und die Schnittkanten hier an den Punkten, diese werden immer mit einem Strich gezeichnet, nicht mit einem Punkt. Das heißt, bei jeglicher Bohrung, bei sämtlichen Bohrungen, die ich habe, oder Löchern, die ich habe, die wirklich rund sind, wird das gezeichnet. Als Beispiel die Zeichnung vom letzten Mal, hier in der Mitte unsere Bohrung. Hier würde ich nun hier in die Mitte noch meine Symmetrieachse einzeichnen, einmal hier und einmal hier. Vielleicht fällt es euch jetzt auch auf, bei Bohrungen muss diese Symmetrieachse immer eingezeichnet werden, damit man auf den ersten Blick erkennen kann, das ist eine perfekte runde Bohrung und darf kein Oval oder sonstiges sein, sondern muss perfekt rund sein. Theoretisch könnte ich diese Achse hier weiterführen bis nach oben, bis nach unten und hier an der Seite. Denn ihr seht, das hier ist alles genau immer in der Mitte. Das ist einfach nochmal ein visuelles Hilfsmittel. Hier reicht es aber erstmal, wenn wir die Kreise, die Bohrungen so machen. Ein letztes Beispiel habe ich noch mitgebracht. Wenn wir eine Symmetrieachse hier anlegen würden, würde unser Werkstück nach unten hin, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, wie folgt aussehen, nach oben hin 2, unten hin 2, dann haben wir hier 45 Grad mit 1,5, das natürlich Spiegelachse.
Und hier eine Länge von 2. Das wäre meine erste. Ihr seht, hier bin ich mit dem Stift leider etwas verrutscht. Und dann könnte ich noch eine Symmetrieachse hier anlegen und hätte damit 2 neue Punkte, die ich zeichnen könnte. Zwei hier. Das wäre die obere Hälfte. Und die untere Hälfte. Ich verlängere hier mal die Symmetrieachse. Ihr seht immer diesen Strichpunkt und zwar dünn gezeichnet, nicht dick, sondern dünn. Und nun habe ich 4 zueinander gespiegelte Felder. Gespiegelt dabei einmal über diese Achse und einmal über diese Achse. Das sind die beiden Symmetrieachsen, die ich hier drin habe. Wichtig für euch zu merken, wenn etwas wie bei einem Spiegel gespiegelt wird, dann zeichne ich diese Symmetrie- oder Spiegelachsen ein. Auf jeden Fall muss ich immer bei einer Bohrung eine solche Symmetrieachse einzeichnen. Sei die Bohrung noch so klein, es wird immer diese Symmetrieachse gezeichnet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.